hält ein Nahverkehrszug auf der Schwarzwaldbahn. Ein IC aus Richtung Konstanz, gezogen von einer modernen Drehstromlokomotive der Baureihe 146, fährt gerade in den Bahnhofsbereich ein. Unser Blick schweift aber hinüber zu den Abstellgleisen des Güterbahnhofes. Wir sehen Schotterwagen, soweit das Auge reicht. Auch zwei Diesellokomotiven der Baureihe 212 stehen schon bereit. So viele Schotterwagen sagen uns aber auch, dass hier irgendwo in der Nähe Gleisarbeiten sind. Wir werden fündig. Der Gleisumbauzug fährt rückwärts und langsam in den Bahnhofsbereich von Löffingen ein. Am Ende des Gleisumbauzuges befindet sich der Werkstattwagen, gefolgt von der Gleisbaumaschine. Die Gleisbaumaschine ist in der Lage, gleichzeitig die alten Schienen und Schwellen zu entfernen, neue Schwellen und das neue Gleis in einem Arbeitsgang zu verlegen. Auf einer Strecke von etwa 5 Kilometer sollen die alten Schienen und die dazugehörenden Eisenschwellen gegen neue Betonschwellen und Schienen ausgetauscht werden. Kaum ist der Gleisumbauzug angekommen, wird mit den Vorbereitungen für die geplante Streckensanierung begonnen. Ein Arbeitstrupp macht sich mit speziellem Arbeitsgerät zum Startpunkt der Streckensanierung. Bevor der Gleisumbauzug die Schienen und Schwellen austauschen kann, müssen die Schrauben und eventuelle Halteklammern entfernt werden. Links und rechts im Gleisbild sehen wir schon die neuen Gleise liegen. Inzwischen ist es Nacht geworden. Die Turmuhr schlägt 10 Uhr. Viele Bürger liegen schon im Bett und ich glaube, dass so mancher kein Auge zubekommt. Wie ein gieriger Dinosaurier frisst sich der Bagger mit seiner Schaufel in das Gleisbett. Hier muss das Gleisbett rechts und links entfernt werden, damit der Gleisumbauzug den Schienenstrang anheben kann. Nur so ist ein Entfernen der alten Schwellen und Schienen möglich. Natürlich müssen auch die Schienen mit schwerem Trennschleifer geöffnet werden. Mit viel Getöse und Funkenflug werden die Schienen getrennt. Der in der Nacht besonders gut sichtbare Funkenflug begeistert die umstehenden Zuschauer. Ist die Schiene getrennt, werden die beiden Enden mit einer Sicherungslasche verbunden. Zum Schluss werden die neuen Schienen noch ausgerichtet. Ist diese Arbeit erledigt, sind die Arbeitsvorbereitungen abgeschlossen und der Bagger kann sich zurückziehen. Den wohl schwierigsten und zeitlich aufwendigsten Arbeiten ist die Einrichtung des Gleisumbauzuges. Zuerst muss das alte und neue Gleis entsprechend in die mechanische Führung des Gleisumbauzuges eingefädelt werden. Dafür wird ein erfahrenes und eingespieltes Team benötigt. Sind die Schienen korrekt eingerichtet, beginnt der nächste Arbeitsschritt. Die ersten zwei alten Schwellen müssen mit Muskelkraft aus dem bereits vorher geöffneten Gleisbett entfernt werden. Die
Aushebevorrichtung benötigt genügend Platz, damit sie mit ihrem Aushebezahn durch das Gleisbett unter die alten Schwellen greifen kann. Überwacht werden die gesamten Arbeitsvorgänge aus einer mitfahrenden Kontrollstation. Nur mit Hilfe eines Computers, vielen Sensoren und einer eingespielten Mannschaft lassen eine solche Maschine steuern. Von hier aus wird auch die Zuführung der neuen Schwellen überwacht. Das Einrichten dieser Arbeitsstation benötigt sehr viel Feingefühl. Das Zuführen der neuen und das Auswerfen der alten Bahnschwellen muss präzise aufeinander abgestimmt sein. Selten gelingt dies auf Anhieb und erst durch ein mehrmaliges Ausprobieren wird der gewünschte Erfolg erreicht. Sind die ersten 20 Meter Bahnschwellen verlegt, werden die neuen Gleise zugeführt und in die entsprechenden Befestigungen gedrückt und anschließend ausgerichtet. Ab sofort ist die Gleismaschine einsatzbereit. Tag und Nacht wird jetzt gearbeitet, bis das Ziel erreicht ist. Nach einer kurzen Nacht treffen wir unseren Gleisumbauzug auf der Strecke. Während wir uns ein paar Stunden Schlaf gönnten, arbeitete die Mannschaft die ganze Nacht durch. Zügig werden die alten Eisenbahnschwellen ausgebaut und über ein Förderband abtransportiert. Ohrenbetäubender Lärm schallt durch das Schwarzwaldtal. Für eine entfernte Eisenbahnschwelle muss auf der gegenüberliegenden Seite eine neue Betonschwelle nachgeführt werden. Das Absetzen der Schwellenabstand ist automatisch gesteuert. Der Schwellenabstand beträgt hier 70 cm. Je nach Belastung der Strecke ist der Schwellenabstand größer oder kleiner. Die Aufnahme der alten Schwellen, das Absetzen der neuen Schwellen sowie das Aufsetzen des neuen Gleises wird über die im Kontrollzentrum befindlichen Bildschirme überwacht. Eisenbahnschwellen, soweit man sehen kann. Ein Gleitschlitten bringt die Betonschwellen zeitnah zur Einbaustation. Für die zu sanierende Gleisstrecke werden etwa 6000 Betonschwellen benötigt. Last laufen die Motoren und treiben den Gleisumbau zu Schwelle für Schwelle vorwärts. Wenn alles störungsfrei läuft, muss die Begleitmannschaft selten die Hand selber anlegen. In einer Stunde schafft die Maschine etwa 250 Meter, während die Gleisbaumaschine ihren vorderen Teil noch auf den alten Schienen läuft, ist ihr hintere Teil schon auf den neuen Gleisen. Die Betonschwellen haben eine Länge von 2,60 Meter und ein Gewicht von 300 Kilogramm, was ein Einsatz von Maschinen notwendig macht. Eine Nacht und ein Tag dauert die Verlegung der 5 Kilometer langen Sanierungsstrecke. Es laufen noch die letzten Aufräumungsarbeiten. Das heißt, die an der Strecke liegenden alten Schienen werden eingesammelt und zu einem Sammelplatz transportiert. Pünktlich am nächsten Tag steht die Bettreinigungsmaschine startbereit am Schienenstrang. Zwei Betonschwellen wurden ausgelassen.
denn die Bettreinigungsmaschine muss mit seiner Aushubkette das komplette Gleisbett unter den Schienen entfernen. Nur mit einem hydraulischen Kranen ist es möglich, den schweren Räumbalken aus der Halterung zu entfernen. Die Bettreinigungsmaschine muss ein Stück zurücksetzen, damit der Räumbalken abgesetzt und unter dem Schienenjoch platziert werden kann. Ist der Räumbalken entsprechend platziert, können die beiden links und rechts vorhandenen Kettenkanäle den Räumbalken aufnehmen. Mit ein bisschen sanfter Gewalt wird die Räumkette mit dem Räumbalken verrastet und verschraubt. Und gleich danach beginnt der Probelauf. War der Probelauf erfolgreich, werden die losen Betonschwellen mit dem Gleis verbunden und danach kann die Bett-, sprich Schotterreinigung beginnen. Der komplette Schotter wird über die Räumkette unter dem Schienenjoch entfernt und einer Reinigungseinheit über mehrere Förderbänder zugeführt. Diese Reinigungseinheit werden wir später noch einmal genauer sehen. Hier sehen wir, wie der komplette Schotter unter dem Schienenjoch entfernt wurde. Der gereinigte Schotter wird anschließend wieder nach etwa 20 Metern über ein Förderband als Aufbau für ein neues Gleisbett verwendet. Nacht geworden. Doch unsere Bettreinigungsmaschine frisst sich Stück für Stück weiter nach vorne. Der Bauzug ist hell beleuchtet und die Räumkette flitzt mit hoher Geschwindigkeit durch das Gleisbett und schluckt mit seinen beweglichen Armen den kompletten Schotter. Mit hoher Geschwindigkeit über Förderbänder wird der Schotter der Reinigungsstation zugeführt. Über unterschiedliche Siebe wird der feine Schmutz und kleine Steine aussortiert. Nach etwa 30 Jahren ist von Schotterabrieb, Bremsstaub und sonstige Verunreinigung wie Blätter in den Bäumen das Gleisbett so verschmutzt, dass das Abfließen des Oberflächenwassers nicht mehr gewährleistet ist. Das Gleisbett trocknet nicht mehr ab und wird dadurch instabil. Nach der Schotterreinigung wird das Gleisbett noch mit einer Schotterplaniermaschine und anschließend mit einer Gleisstopfmaschine bearbeitet. Nächsten Morgen steht unsere Bettreinigungsmaschine kurz vor der Bahnhofseinfahrt von Löffingen. Die letzten Meter des Gleisbettes sind noch zu reinigen. Doch zuvor müssen bei den letzten zwei Betonschwellen die Halteklammern mit einem hydraulischen Schrauber gelöst werden. Danach werden die Betonschwellen zur Seite geschoben. Anschließend kommt der Hilfskran zum Einsatz. Damit wird der tonnenschwere Räumbalken aus dem Gleisbett gezogen. Bald ist es geschafft. Die letzten 10 Meter werden in Angriff genommen. Alles ist soweit störungsfrei abgelaufen. Und zeitlich ist man gut im Terminplan. Ein langer Arbeitseinsatz geht bald zu Ende und die Mannschaft freut sich auf ein paar freie Stunden. Fünf Kilometer weiter steht mit der Schotterplaniermaschine eine weitere Mannschaft bereit.
Sie wartet nur noch auf die Freigabe, damit sie mit ihrer Arbeit beginnen kann. Nachdem das Gleisbett wiederhergestellt wurde, wird mit einer Schotterplaniermaschine die Böschungskante und die Böschungsneigung durch die Seitenflüge hergestellt. Ein guter Aufbau des Gleisbettes ist Voraussetzung für einen späteren Zugbetrieb. Ein fahrender Zug darf durch seinen Fahrtwind keinen Schotter aufwirbeln. Dadurch könnte es zu Störungen des Fahrbetriebes kommen oder Personen, die sich in der Nähe befinden, durch herumfliegenden Schotter verletzt werden. Hier sehen wir das nächste Spezialfahrzeug, eine Gleisstopfmaschine. 1200 Meter wird von dieser Gleisstopfmaschine stündlich abgearbeitet. Als Hochleistungs-Gleisstopfmaschinen kommen seit einigen Jahren überwiegend kontinuierlich arbeitende Stopfmaschinen zum Einsatz. Unter dem Hauptrahmen ist ein Stopfaggregat angebracht, das zyklische Arbeitsbewegungen ausführt. Auf jeder Seite sind vier Stopfarme, die in den Schotter gesenkt werden. Durch intensives Rütteln wird die Stabilität des Gleisbettes wiederhergestellt. Während das Stopfaggregat stehen bleibt, fährt die Stopfmaschine kontinuierlich im Schneckentempo weiter. Vier Tage und Nächte war der Gleisumbauzug im Einsatz. Als erster Zug befährt er seine eigene restaurierte Gleisstrecke. Ein sauberes, elastisches und homogenes Gleisbett ist eine wesentliche Voraussetzung für eine problemlose Funktion des Radschienensystems. Vor allem bei hohen Geschwindigkeitsstrecken und anderen hochbelasteten Gleisabschnitten gewinnt dies noch zusätzlich an Bedeutung. Wie ein gelber Lindwurm zieht der Gleiszug gemächlich seiner nächsten Einsatzstelle entgegen.